Ja, erstmal muss man Thomas Hitzlsperger großes Lob zollen, wie er mit der Sache umgegangen ist. Aber mir wäre viel lieber, wenn wir, auch wenn es nur Einzelfälle sind, dass wir uns denen gar nicht mehr weiter nähern, sondern dass wir das Thema mehr in der Praxis leben und dass wir mehr in der Frage gar nicht das noch so oft medial thematisieren, als wenn es was Besonderes wäre. Es darf nichts Besonderes mehr sein. Und von daher würde ich mir eher wünschen, das zurückzufahren. Ja, das eine ist, dass natürlich wollen wir an den Dingen DFB, DFL daran arbeiten. Das ist nicht die Frage aufzuklären. Aber wissen Sie, wenn jeder Funktionär und jeder Entscheidungsträger noch das mediale Licht sucht und seinen Senf zu diesem aus unserer Sicht normalen und alltäglichen beigibt, dann ist es eher kontraproduktiv. Das wollte ich damit sagen. Also zunächst mal haben wir auf die griechische Liga nur bedingt Einfluss. Also da, ich glaube nicht, dass die Griechen sich von dem deutschen Sicherheitspapier beeindrucken lassen. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir wegkommen müssen zu glauben, dass ein Sicherheitspapier letztlich das Alleinseligmachende ist. Also wir, das war auch nicht der Anspruch. Also wir haben nicht gesagt, jetzt haben wir ein Papier und dann wird alles gut, sondern das Papier hat ja letztlich nur aus unserer Sicht auch zu Veränderungen führen sollen, was Qualifizierung angeht, was Verbesserungen angeht, was auch den Umgang von Fans und Verbänden und Vereinen angeht. Es sind Fehler gemacht worden im Vorfeld des Papiers, weil man nicht richtig die Fans und die Basis mitgenommen hat. Das ist ja auch eingeräumt worden. Aber wissen Sie, wenn in der Gesellschaft es schwarze und weiße Schafe gibt, warum sollten dann ausgerechnet beim Fußball nur weiße Schafe unterwegs sein? Ich möchte meine persönliche Meinung nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Gründe für die, die abgelehnt haben, schon nicht ganz so von der Hand zu weisen sind. Nämlich der Hauptgrund, und der ist mir auch viel zu wenig transportiert worden, war ja der, dass wir eine Pseudo-Gerechtigkeitsdebatte führen. Deshalb, weil am Ende haben wir nur 5% der torkritischen Entscheidungen, nicht Torlinien, sondern nur der torkritischen Entscheidungen entfallen auf die Torlinientechnologie. Das heißt, wir haben das untersucht. Die TU München hat eine Untersuchung durchgeführt. Wir haben fast 1200 Spiele analysiert und das Ergebnis war, dass letztlich nur 5% dieser Spiele es zu torlinienkritischen Entscheidungen kam. 75% waren falsche Abseitsentscheidungen. Und deshalb war das ein Punkt, der in den Vordergrund gerückt ist, dass man gesagt hat, Kosten Nutzen für diesen Bereich stimmen nicht. Die Clubs, die es bezahlen müssen, haben entschieden. Wir waren überrascht über die klare Absage. Am Ende waren es ja 12, es waren 9 Clubs in der ersten Liga und 15 Club in der zweiten Liga, die das abgelehnt haben. Und das war schon eine deutliche Sprache. Naja, Sie sind schon verbunden über den sogenannten DFB-DFL-Grundlagenvertrag. Es gibt ja einen finanziellen Ausgleich von DFB und DFL. Das heißt, auch wir, die DFL, wir zahlen ja auch an die Landes- und Regionalverbände. Wir zahlen Ausbildungsentschädigung. Wir haben einen Topf von 1 Million Euro ja auch für die Spieler, die erstmals Profis werden. Aus den Amateurbereichen zahlen wir dort eine Ausbildungsentschädigung. Und von daher glaube ich ganz einfach, dass es wichtig ist, dass die Amateurvereine, das möge man mir verzeihen, nicht immer nur in Richtung der Verbände nach mehr Geld schreien, sondern ich sage und bleibe auch dabei dem Grundsatz, jeder muss in der Spielklasse spielen, die er bezahlen kann, aus eigener Kraft.